Ja, servus, ja, Freunde. Feiertag, yay! Das heißt, wir können uns den ganzen Tag mit vollkommen sinnlosen Aktivitäten vertreiben, die da wären, YouTube-Videos machen, COH2 zocken, vielleicht später noch ein bisschen Assassin's Creed zocken, vielleicht ein bisschen Battlefield, mal gucken. Ja, das ist halt irgendwie richtig nice. Losgehen tut's jetzt auf jeden Fall mal heute mit einem kleinen Cast. Ich habe mir einfach mal, nachdem ich mir hier mein Käffchen gemacht habe, jetzt mal auf coh2.org ein Replay runtergeladen. Einfach blind. Ich dachte mir einfach, ich schau mal, ob ich ein paar interessante Spieler finde und bin dann hier gestoßen auf das Spiel Joris gegen Donnie Chan. Beides Top 20, Top 30 Spieler mit eigentlich allen Fraktionen. Das heißt, sehr, sehr gute Spieler. Das sollte gut werden. Gleichzeitig ist auch noch auf einer Map, die ich sehr, sehr mag, das gute Famen will. Und ja, gute Voraussetzungen. Kaffee ist auch fertig. Und das heißt für uns, wir können gleich mal einfach starten. Joris, mal kurz die Doktrinen, das geht immer schnell beim OKW, da gibt es ja nicht so viel. Sondereinsatz, klar, Kommandopanther, Flares und so. Befestigungsanlagen, jetzt schon länger nicht mehr gesehen, kann aber auch wirklich sehr, sehr effektiv sein. Auch die Minenfelder, wenn die dann gespammt werden und so, das kann sehr, sehr nervig werden. Und das gute alte Plündern. Bei Donnie Chan sehen wir Land Lease, klar, die OP Doktrin, die jeder irgendwie drin hat und spielt momentan. Dazu sowjetische Reservearmee, das kann auch ziemlich nervig sein. Rapid Conscription, also auf einmal läuft dann hier eine Horde von, keine Ahnung, 10 Conscripts übers Feld. Dazu Panzerjägerpartisanen gegen unter Umständen leichtes Fahrzeug und so, kann auch gut sein. Soviet Industry, da bin ich mal gespannt. Das fände ich ja ganz cool, wenn ich das mal wieder sehen würde. Sieht man im 1 gegen 1 wirklich so gut wie gar nicht mehr. Ja. Jo, hier wird wild gedrahtet. Von Donny. Ja, warum nicht? Ne? T1 Start von Donny. Soweit so normal, zwei Pios, ein Strafbataillon und jetzt kommt schon das Clown-Car, auch um den Kübel zu countern. Also relativ standardmäßig alles von Donny bisher. Oh, der sollte jetzt sich hier mal langsam, ne? Hier übrigens schöner Draht. Der läuft einfach eiskalt weiter hier. Das ist halt so das Pro-Lag, ne? Oder das heißt Pro, ich meine Top 20, ne? Aber ich meine, wäre ich hier lang gelaufen, hätte ich wahrscheinlich ein, zwei Models gedroppt. Aber okay. Gut gelaufen für Donny. Passt soweit. Jetzt ist das Cloud-Car da. Mal gucken, wo er es jetzt direkt mal hinschickt. Wird den Pionier hier reinsetzen und dann kann es eigentlich schon losgehen. Munition für einen Flamer hat er noch nicht. Aber um den Kübelwagen zu countern und ansonsten auch ein bisschen Stress zu schieben, reicht das auch so. Bei Joris sehen wir nichts Besonderes. Kübel, drei Volks und ein Sturmpionier. Jetzt werden wir mal sehen, ob er den Kübel hier down kriegt. Aber vermutlich nicht. Joris hat es sofort gesehen und dann passt das. Aber er kann jetzt mit dem Clown-Car mal den Kollegen hier aus der grünen Deckung pushen und sich den Fuel schnappen. Nächste Strafbataillon ist im Bau. Jetzt ganz cool, wenn er verhindern könnte, dass der Typ hier ins Haus geht. Das versucht er jetzt auch. Ja, das wird aber nichts werden und dementsprechend muss er jetzt dann auch da weg. Dieses ganze Small Arms Fire hier tötet das Clown-Car. Auch hier
Frühzeitiger Retreat, richtige Entscheidung. Der Kollege hätte das sonst nicht überlebt. Alles richtig gemacht von Donny. Soweit. Wofür hat er jetzt Muni ausgegeben? Ja, der Flamer kommt. Das ist eine gute Sache. Würde jetzt allerdings fast empfehlen zu warten, bis der zweite Strafbataillon auch wieder auf dem Damm ist, sage ich jetzt mal. Macht er aber nicht, sondern versucht sich den Kübelwagen tatsächlich jetzt zu holen. Könnte auch klappen, wird eine enge Kiste. Ja, muss da aber den Chase abbrechen, weil das wäre es jetzt nicht wert, dafür das Clown-Car zu verlieren. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Es wäre sinnvoller gewesen, hier einfach zu warten, bis der hier wieder dabei ist. Also, mit lange Rede, kurze Sinn, halt einfach mit allen Einheiten anzugreifen. Denn er hat ja gesehen, dass Joris hier wirklich massiert steht mit allen seinen Einheiten. Und ja, so also ein Einzelangriff, das wird nicht klappen. Gut, es war knapp. Er wollte halt nur den Kübel down kriegen. Hätte theoretisch funktionieren können, aber war im Großen und Ganzen eine riskante Geschichte. Drittes Strafbataillon, das heißt aber auch, wir sehen keinen Sniper. Schade irgendwie, aber okay. Nee, jetzt hat er abgebrochen. Jetzt hat er es abgebrochen, das Strafbataillon. Jetzt kommt stattdessen ein Conscript. Keine Ahnung wieso, ehrlich gesagt. Er sieht jetzt auch nicht, was er damit anfangen will. Ja, Sieg mag immer cappen. Was mir so ein bisschen fehlt, sind... Ja, kaum sage ich's. Ich wollte gerade sagen, was mir so ein bisschen fehlt, sind Minen. Hier kommt schon die erste. Ist ein schöner Platz dafür auf der Map. Fast schon ein bisschen zu offensichtlich, aber... Ja, das passt schon. Überraschend ist für mich so auch, dass Joris noch keinen Minensucher ausgegeben hat. Gerade gegen Russen, da muss er ja eigentlich was mit rechnen. Minen gelegt hat aber auch Joris nicht. Das ist wirklich ungewöhnlich für Spieler auf dem Level. Ja, so. Hier kommt der Angriff. Oben und unten. Das hier wird er gewinnen, der gute Donny. Und das hier unten vermutlich auch. Das sieht gut aus, der Push. Okay, hier kommt jetzt noch ein Volks dazu. Oh, oh, oh. Ach, hier hat er doch eine Mine gelegt, der gute Joris. Die war wichtig. Ansonsten hätte er das Gefecht hier nicht gewonnen. Ja, schöne Mine. Wieder enges Gefecht. Hat erst so ausgesehen, als würde Donny das gewinnen, aber dann kam hier noch ein Volks dazu und hier die Mine und schon sieht das Ganze anders aus. So, jetzt stellt sich aber für Donny auch die Frage, welche Doktrin denn? Er hat 2 CP, das heißt, er könnte Lend-Lease nehmen und sich einen Duschka holen. Das ist eigentlich das Einzige, was ihm jetzt sofort was bringen würde. Ich würde aber erstmal dafür plädieren, Heal auszugeben. Panzerabwehrgranaten hat er sich schon geholt. Okay. Dass er zumindest einen Conscript hat, mit dem er Panzerabwehrgranate werfen kann. Ich denke, dass Donny hier jetzt einfach noch abwartet, was er jetzt von Joris sieht. Also sollte jetzt ein Lux kommen, kann er hier sowjetische Reservearmee picken, vielleicht den einen oder anderen Panzerjäger-Partisanen raushauen. Falls kein Lux kommt, wird er wahrscheinlich Lend-Lease nehmen. Oder dann eben Soviet Industry. Oh, hier könnte er sich jetzt eine Faust fangen und dann war es das unter Umständen für das Clown-Car. Joris bloppt hier wie nicht mehr ganz sauber irgendwie in der Gegend rum. Ja, da ist noch eine weitere Mine. Wieso ist die eigentlich aufgedeckt? Ah, der Minensucher. Joris hat mittlerweile auch einen Minensucher. Besser ist das. Mine trotzdem ausgelöst. Das war zu spät.
Mine hatte sich schon wieder abgetarnt. Oh nein, nicht den Wett-2-Flamer immer verlieren. Jetzt hier über rote Deckung. Das könnte übel ausgehen. Oh. Ja, das war jetzt bitter. Also hier Clown Car verloren und den Wett-2-Flamer. Das ist natürlich richtig übel. Dafür jetzt Land-Lease gepickt. Duschka rausgehauen. Das braucht er jetzt auch. Ansonsten kommt er mit diesem Blob nicht klar. 4 Volks mittlerweile. Plus Lux jetzt von Joris. Und das Problem ist jetzt halt, er hat jetzt einen Duschka gepickt. In dem Moment kommt aber der Lux aufs Feld und dagegen hat er jetzt halt nichts, der gute Joris. T3 ist jetzt im Bau, aber das dauert noch eine Weile, bis das kommt. Und er unter Umständen eine SU-76 oder ein T-70 raushauen kann. Das heißt, die nächsten 2-3 Minuten werden richtig übel für Donny. Jetzt kann er eigentlich nur, muss die Devise sein, einfach nicht zu viel Manpower zu verlieren, bis er irgendwas hat, um den Lux zu countern. Aber der steht halt jetzt in der Base und räumt hier auf. Ja, das ist richtig bitter jetzt. Ich meine, das sah natürlich irgendwie schon ganz nice, auch von Joris, also dieser 8 Minuten, 8:30, da denkt man dann, kann ich auch nachvollziehen bei Donny. Da kommt jetzt auch kein Lux mehr. Aber, na, so war es halt nicht. Sehr, sehr dumme Sache. Ja, Joris bloppt hier einfach immer nur über die Karte so. Da wäre so ein Duschka natürlich das perfekte Gegenmittel, aber wie gesagt, der ungecounterte Lux macht ihm jetzt so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Jetzt gespannt, ob er ein T70 holt oder gleich eine SU-76. Würde fast für die SU plädieren. Mit der Infanterie kommt man dann mit Duschkas schon klar und SU finde ich jetzt einfach, finde ich jetzt besser. Auch schon so in Richtung Late Game und so. Also Minute 11, jetzt noch ein T70 Soft Counter gegen den Lux. Das wäre zu spät jetzt aus meiner Sicht, aber lassen wir uns überraschen. Püppchen jetzt im Bau von Joris. Klar. Muss ja auch, hat ja das T3 hier gesehen. Er muss jetzt auch damit rechnen, dass da irgendwas kommt. Wir sehen jetzt aber auch, Map-Control-mäßig hat sich Joris jetzt, Übergewicht erarbeiten können. Die gute Nachricht für Donny ist, er hat den Fuel immer noch. Ja, SU-76 ist im Bau und wird auch bald aufs Feld kommen. Oh, das ist auch richtig bitter. Er hat immer noch kein Heal, das auch richtig beschissen ist. Also wenn hier ein Lux vorbeikommt, sind die alle instant tot. So, jetzt ist die SU da und jetzt wird es hoffentlich ein bisschen besser für Donny wieder. 15 Kills für den Lux schon. Er zieht sich jetzt auch hier nicht zurück, weil er auch genau weiß, wenn der Lux hier zuschlägt, dann war's das. Wir können ja mal kurz gucken, wie es bisher gelaufen ist. Joris, ihr seht es, 57 zu 24 Kills. Ja, und das ist halt alles in den letzten 2-3 Minuten passiert. Das ist richtig bitter für Donny. Aber wenn er jetzt die SU richtig einsetzt, zusammen mit dem Duschka, kann er unter Umständen vielleicht noch eins holen. Könnte es wieder besser werden. Das MG im Haus kann er auch mit der SU angreifen. Also die SU wird ihm jetzt, denke ich, weiterhelfen ordentlich. Ja, außer er lässt sich instant von den Püppchen rausnehmen. Weil hier natürlich vorbeigeht. Oh no! Bei der Verteidigung der Rodina haben wir noch ein Fahrzeug verloren. Also, nur mal so. Was ist das eigentlich für ein Typ? Also, keine Ahnung. Also erstmal, der Joris bloppt hier wie die Hölle die ganze Zeit nur rum. Into Lux.
Und dann nimmt er die SU raus, schreibt Instant GG, also den Preis für den sympathischsten Gegenspieler, der geht definitiv nicht an Joris. Das kann man jetzt schon mal sagen. Also, was soll das denn? Es ist ja, solche Leute habe ich ja gefressen. Also, das macht man einfach nicht, finde ich. Aber okay. Das heißt, ich war ja vorher schon so ein bisschen ne, so unbewusst auf der Seite von Donny, aber jetzt bin ich es endgültig und hoffe natürlich, dass Donny das Ganze nochmal drehen kann, weil, ne, GG, schiebt dir dann GG in den Arsch, Joris, Kollege. Ich meine, allein mir fehlt der Glaube, das ist natürlich jetzt eine richtige Scheißsituation für Donny, aber nach der ganzen, wie das Spiel bisher gelaufen ist, würde es mir gefallen, wenn Joris hier noch auf den Sack bekommt, ganz ehrlich. Und ich meine, siegmarkenmäßig ist ja noch nichts nichts passiert. Also Donny hat sogar ein Übergewicht und also zeitmäßig steht er nicht unter Druck. Nächste SU-76 ist jetzt im Bau. Hier kommt der Nachschubabwurf für mehr Fuel. Das ist auch wichtig, das jetzt zu tun, bevor unter Umständen das T3 schießt und dann steht bei Joris und dann immer das Flugzeug abgeschossen wird. Aber hier der nächste Full-Unit-Kill. Es sieht nicht gut aus für Donny. Definitiv nicht. Scheiße ist auch, dass er immer noch keinen Heal hat. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Er hat die Manpower nicht, gerade um das auszugeben. Hier könntest du den nächsten Full-Unit-Kill geben. Das ist natürlich richtig bitter. Aber die SU ist in Position. Ja, war aber gerade ja im Artilleriemodus, oder? Hätte er direkt normal geschossen, hätte der Lux draufgehen können. Blöd. Jetzt kommt endlich Heal. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hat er nur noch drei Einheiten. Wie schaut es eigentlich tech-mäßig aus? Nix. Mein was, Joris jetzt machen könnte, wäre halt einfach plündern gehen und den Sack und den Deckel drauf machen. Mit dem ein oder anderen, mit dem ein oder anderen Ostwind. Stattdessen scheint er irgendwie hier massiv Angst vor Fahrzeugen zu haben, baut ein zweites Püppchen, ist mir nicht so ganz klar, wozu. Er weiß auch ganz genau, was Donny auf dem Feld hat. Er hat eine SU-76. Da reicht doch ein Püppchen. Zusammen mit Fäusten und so. Aber gut, so what. Hier ausgeschlachtet. Ich bin der Meinung, mit einem Ostwind könnte er jetzt hier den Deckel drauf machen. Ja, und Donny hat halt einfach ein Manpower-Problem, ne? Einfach schon zu viele Full-Unit-Kills kassiert. Ja, das hier wird auch nix. Ich wollte es gerade sagen, zweites Duschka wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Oh! Hau ab mit der SU! Okay, gerade nochmal gut gegangen. Blöd ist nur, jetzt hat er wieder nichts gegen den Lux, ne? Ja, GG, das war's. Ja, schade, ich habe mir hier irgendwie ein längeres, spannenderes Spiel erhofft, irgendwie. Einfach, ja, falsche Doktrin zum falschen Zeitpunkt gepickt von Donny. Also, da kam halt irgendwie alles zusammen. Er hat die Doktrin gepickt, er hat dann gleichzeitig ein, zwei Einheiten verloren. Dann kam der Lux aufs Feld, er hatte nichts dagegen. Und dann ging das Spiel dahin und ja, dumm gelaufen einfach.
Wie gesagt, Joris Sympathiepreis gewinnt er so nicht. Also die Spielweise rumbloppen into Lux ist jetzt auch nicht gerade innovativ. Eine Einheit rauszunehmen und dann instant GG zu schreiben, ist halt auch einfach massiv unsympathisch und keine Ahnung. Also, ne? Aber gut, solche Spiele gibt's halt auch. Ich denke, das kennt jeder von uns. Donny ist definitiv kein schlechter Spieler. Das ist halt einfach maximal dumm gelaufen, muss man auch sagen. Also, naja, bei Minute 8,5 oder so hat er sich vermutlich gedacht, jetzt kommt auch kein Lux mehr. Und ist Lend-Lease gegangen, hatte kein Anti-Tank. Und dann frisst der Lux einen natürlich halt auf. Und tja, dumme Sache. Mehr gibt es dazu aber auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich hab mir ein bisschen ein längeres, spannenderes Spiel erhofft. Aber naja, so ist es halt. Mache ich halt einfach noch einen Cast. Passt ja. Und ja, trotzdem, danke fürs Zuschauen. Hier seht ihr vielleicht auch so ein bisschen, auf was man aufpassen muss, wenn man Lend-Lease spielt. Vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wie man es ja, wie man es nicht macht. Einfach null Anti-Tank und dann kommt ein Lux. Da seht ihr ein Paradebeispiel, was dann mit einem passiert. Das vielleicht nur so als Warnung. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Schöne Feiertage. Haut rein. Tschö.